Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Challenge Killer, zu einem weiteren Kampf in Pokémon X und Y. Mein heutiger Gegner ist der Toni. Nicht zu verwechseln mit dem Toni, gegen den ich bereits gekämpft habe. Das ist ein anderer, schreibt sich auch mit Y, nämlich der gute X-Dark Flash X, wenn mich nicht gerade alles täuscht. Falls doch, schreib es mal kurz in die Kommentare, aber ich bin mir ziemlich sicher, du müsstest das sein. Ganz kurz zur Info, weil es auch mal gefragt wurde. So, zwischen den Aufnahmen und den einzelnen Kämpfen können schon mal ein paar Tage, vielleicht sogar eine Woche liegen. Sprich, ich habe diesen Kampf, den ich wirklich vor ungefähr einer Woche aufgenommen habe und jetzt erst kommentiere, natürlich nicht mehr so in Erinnerung. Deswegen verzeiht mir, wenn ich mich ab und zu nicht so richtig dran erinnern kann. Mein Brain ist ja nicht so das Beste, wie ihr mittlerweile wisst. Und das Gedächtnis hat auch gewisse Lücken ab und zu. Aber okay, gehen wir in den Kampf. Es geht immer noch um ein Shiny Glibunkel. Und ich trete an mit folgendem Team. Besteht aus Nidoking, Fiore, Pyroleo, der Name fällt mir fast immer wieder nicht ein, Young Mega, Durengard und Brigaron. Und auf Tonis Seite kämpfen ebenfalls Fiaro, ebenfalls ein Brigaron, Glurak, Pikachu, Relaxo und Logok. Sieht mir ganz nach seinem Team aus, mit dem er die Hauptstory durchgespielt hat. Könnte man zumindest ganz stark vermuten, aber gut. Kampf Nummer 4. Okay, nehmen wir den Rückkampf aus dem letzten Part mal außen vor. Dann ist dies Part Nummer 4 und Kampf Nummer 4 gegen Toni. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Wird der gute Dark Flash das Shiny Glibunkel von mir gewinnen? Oder wird es weiterhin in meinem Besitz bleiben? Ich werde natürlich dieses Let's Play in Anführungszeichen so lange führen, bis jemand dieses Shiny Glibunkel gewonnen hat. Nidoking gegen Fiaro, die erste Begegnung, und zu meiner Überraschung kommt ein Feuersturm, der Nidoking leider Gottes aber verbrennt und dadurch völlig unbrauchbar macht. Aber immerhin konnte ich nur eben schnell die Giftspitzen auslegen und Fiaro kann Nidoking mit einem zweiten Feuersturm besiegen, aber sehr ungewöhnlich, denn Fiaro ganz klar ist in der physischen bzw. im physischen Angriff deutlich stärker als in dem speziellen. Nächste Überraschung, er kann Stahlflügel, was auf Pyroleo natürlich nicht sehr effektiv ist. Und da ich dachte, dass es ein speziell ausgelegtes Fiaro ist, habe ich einfach mal mich entschieden, seinen Spezialangriff mit Standhaube zu senken. Als nächstes kommt wieder ein Feuersturm, der bei Pyroleo natürlich auch nicht allzu viel Schaden macht. Und ich kann es mit einem Stromstoß nicht ganz beenden und bekomme auch natürlich ein bisschen Rückstoßschaden. Und er bleibt allerdings mit Fiaro bis zum bitteren Ende drin. Hätte ich vielleicht auch ein bisschen besser ausspielen können. Nidoking verloren und auch der gute Yoshi, unser Pyroleo, ist schon ziemlich angeschlagen. Aber immerhin ist Fiaro jetzt down. Als nächstes kommt Logok. Du hast übrigens ein sehr, sehr feuerintensives Team. Drei Feuer-Pokémon. Logok ist zudem ja noch von Typ Kampf und ich glaube, das wollte er sich zunutze machen. Warum ich da Stammpauke eingesetzt habe, keine Ahnung. Aber es kommt überraschenderweise erneut ein Feuersturm. Und daher war es gar nicht so blöd, seinen Spezialangriff zu senken. Bei Logok gilt eigentlich das gleiche wie bei Fiaro. Eigentlich ist er eher für einen guten physischen Angriff bekannt. Warum ich überhaupt mit Yoshi drin geblieben bin, keine Ahnung. Jetzt habe ich mich entschlossen zu wechseln. Und zwar zu meinem Fiaro, zu Wiesnet. Und es kommt wieder ein Feuersturm. Ein sehr feuriger Kampf bislang. Die Giftspitzen haben natürlich auch schon angefangen zu wirken. Leider habe ich keine zweite Ladung Giftspitzen rausbekommen, sonst wäre er ja toxiniert gewesen. Aber gut, so kriegen wir es auch hin. Himmelhieb! Jetzt kommt eine Kampfattacke gegen ein Flug-Pokémon. Natürlich nicht sehr effektiv, im Gegensatz zum Sturzflug. Der dürfte ordentlich Schaden machen. Denn Logok ist auch nicht für eine ausgezeichnete Defensive bekannt. Daher war es wenig überraschend, dass er zu Boden fällt. Jetzt kommt Pikachu! Pika, Pika! Bist du auch so ein Pikachu-Fan? Oder bist du einfach kein Donnerstein, um ihn zu entwickeln? Das kann natürlich auch sein, aber dort möchte ich ungern drinbleiben. Und wechsle zu Harun, um seine Elektroattacke, nämlich den Elektroball, abzufangen. Sehr cool animiert die Attacke.
aber trotzdem nicht sehr effektiv und war sogar ein Volltreffer. Was jetzt kommt, dürfte wahrscheinlich die meisten klar sein. Pikachu ist sogar schneller zu meiner Verwunderung. Durchbruch. Ebenfalls ein Volltreffer. Mann, hör auf mich zu quitten. Kriegt noch ein bisschen Schaden durch den Beulenhelm. Und natürlich kommt das Erdbeben. Und da hat Pikachu keine Chance. Mega. Das Leiden war bis hierhin zu hören. Und das nächste Feuer-Pokémon, Glurak. Da ich keine Ahnung habe, was kam, wollte ich erstmal die Schutzstacheln einsetzen, um zu scouten. Und selbstverständlich kann auch Glurak den Feuersturm. Und deswegen habe ich mich entschieden, natürlich zu wechseln. Und Yoshi nochmal den Angriff eben abfangen zu lassen. Damit ich einen sicheren Wechsel vollziehen kann. Das war klar, trotz Nicht-Effektivität, dass Pyroleo da down geht. Warum wechsle ich jetzt Thunderburg ein? Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich glaube, mein Team hat allgemein eine ziemliche Feuerschwäche. Kommt erstmal wieder da. Und Schutzschild habe ich erstmal eingesetzt und meine Intelligenz. Nein. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, um meine Initiative natürlich zu erhöhen. Damit ich auf jeden Fall schneller zu Glurak bin, aber war keine so gute Idee. Denn es war relativ klar, bei der sehr schwachen speziellen Verteidigung von Yanmega, dass er keinen Feuersturm überlebt. Ja, und ihr seht, ich habe wirklich eine extreme Feuerschwäche im Team. Und ich weiß nicht... ich glaube, ich wollte jetzt seinen Feuersturm... dass die AP seines Feuersturms ausgehen. Und ich glaube, ja, jetzt hat er keinen Feuersturm mehr, deswegen greift er jetzt zum Inferno eine weitere Feuerattacke, wo ich jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet habe. Aber natürlich reicht auch das Inferno aus. Und es wird langsam eng. Weesnet kommt als nächstes, auch schon relativ angeschlagen. Aber der Sturzflug sollte ausreichen? Fragezeichen? Natürlich nicht ganz. Und noch ein bisschen Rückstoßschaden. Na super. Aber das Inferno geht daneben. Und so kann ich es mit einem Raub noch ausnoggen. Ich weiß gar nicht, welche Trefferquote Inferno hat. Eine Attacke, die man auch relativ selten sieht. Ich weiß gar nicht, wer noch alles jetzt auf meiner Seite kämpft. Okay, dazu wird auf jeden Fall erstmal vergiftet. Und ich kann mich mit Ruheort heilen, denn ich glaube nicht, dass Relaxo irgendetwas beherrscht, was mich irgendwie ernsthaft gefährden könnte. Wobei der Donnerblitz, der tut zwar weh, aber ihr seht, macht nicht besonders viel Schaden. Und ich kann mich in aller Ruhe natürlich hochheilen. Ich glaube, Relaxo beherrscht auch noch den Surfer. Ja, und der kommt sogar jetzt. Ein bisschen erinnern kann ich mich sogar doch noch. Und natürlich war es ein... Nee, es war kein Volltreffer. Was mich gerade etwas verwundert. Aber auf jeden Fall hat er keine Chance, mich mit einem Schlag zu besiegen. Deswegen entscheide ich mich nochmal, mich hochzuheilen. Jetzt kommt wieder der Donnerblitz. Und jetzt kommt der Clou dabei. Da ich Ruheort eingesetzt habe, hat Fiaro ja den Flugtypen verloren. Und deswegen war der Donnerblitz bei dieser Runde nicht sehr effektiv. War eigentlich ganz clever, deswegen... Deswegen konnte ich mich mit einem weiteren Ruheort voll heilen. Und wir sehen, der Surfer macht nicht ganz die Hälfte an Schaden. Und solange er keinen Volltreffer macht, kann ich mich immer wieder in aller Seelenruhe hochheilen. Ich weiß gar nicht, ist Fiaro sogar schon mein letztes Pokémon gewesen? Müssen wir gleich nochmal nach dem Kampf gucken. Es kann wirklich sein, dass hier die beiden letzten Pokémon schon kämpfen. So, jetzt ist auf jeden Fall Relaxo genügend geschwächt. Oder auch nicht. Ich dachte, ich greife jetzt schon zum Angriff. Ich glaube, da hat ja ein Sturzflug oder ein Flammenblitz jetzt schon locker ausgereicht. Aber ich habe mich entschieden, nochmal sicherheitshalber zu heilen. War ein bisschen riskant vielleicht sogar. Denn wenn der Surfer gequittet hätte, hätte es aus sein können. Aber jetzt ist Relaxo in dem Bereich, wo er keine Attacke von Fiaro überlebt. Relaxo ist ja ein KP-Monster, aber seine physische Verteidigung vor allem ist gar nicht so stark. Und ich glaube, das war der letzte Zug, oder hat er sogar noch eins? Er hat noch Pregaron, stimmt. Aber ich glaube, da müssen wir nur eins und eins zusammenzählen können, um zu erahnen, wie das ausgeht. Natürlich kommt der Sturzflug. Vierfach effektiv, beziehungsweise vierfacher Schaden, da hat Pregaron keine Chance und geht natürlich ebenfalls zu Boden. Und Fiaro Rückstoßschaden, ganze 9 KP noch übrig.
Ich muss mal kurz durchziehen. Ah ne, Duchengard. Hätte ich auch noch notfalls in der Hinterhand gehabt. Von daher, mit dem Team, das der gute Toni dabei hatte, war es dann doch relativ eng für mich geworden. Wobei mit Duchengard hätte ich auch das meiste seiner Team-Pokémon irgendwie ausloggen können. Wobei natürlich drei Feuer-Pokémon dabei waren. Team-Ballons vielleicht ein bisschen nicht ganz so gut ausbalanciert, aber mein Gott. Trotzdem ein guter Kampf. Vielen Dank an dich, Toni. Schrägstrich X, Dark Flash X, wenn ich mich nicht täusche. Müsste aber so sein. Okay, vielen Dank für diesen Kampf. Und vielleicht an euch nochmal die Erinnerung, wenn ihr mich herausfordern wollt. Ich denke mal, so ein bis zwei Wochen, wenn ihr diesen Part seht, lasse ich euch noch Zeit. Beziehungsweise so lange, hatte ich ja schon am Anfang des Parts gesagt, bis jemand von euch wirklich diese Shiny Glibunkel sich erkämpft und gewonnen hat. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Battle bei Let's Challenge Killer, Kategorie Pokémon X und Y. Ciao, ciao!